Du hast es geschafft. Endlich sind alle Kurse abgearbeitet und jetzt steht die letzte große Hürde bevor. Die Bachelorarbeit. Aber wo anfangen? Um dich erst einmal zu orientieren und herauszufinden, in welche Richtung deine Arbeit gehen könnte, solltest du erst einmal ein Exposé schreiben. Das Ganze dient dir als flexibler Leitfaden oder Fahrplan. Denn hier stellst du eine Übersicht auf, was du in deiner Arbeit behandeln möchtest und erstellst einen groben Zeitplan. Außerdem zeigst du dem oder der Betreuerin, was ihn oder sie in deiner Arbeit erwarten wird. Wie genau du so ein Exposé schreibst und was du dabei beachten musst, zeige ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Franzi von Mentorium und ich zeige dir jetzt, wie du ein Exposé für deine Abschlussarbeit schreibst. Okay, lass uns ganz kurz nochmal anschauen, warum man so ein Exposé überhaupt schreibt. Mit dem Exposé formulierst du das Forschungsvorhaben deiner Arbeit. Bevor du so richtig loslegst, machst du dir hiermit klar, was du in deiner Arbeit untersuchen möchtest und welche Methoden du einsetzen willst. Verschaff dir also erst einmal einen Überblick über das Thema und beginn mit der Planung. Das erleichtert dir den Einstieg und sorgt dafür, dass du strukturiert mit deiner Arbeit beginnen kannst. Außerdem kannst du ein Exposé erstellen, um potenzielle BetreuerInnen für deine Abschlussarbeit zu gewinnen. Steht deine Betreuerin oder dein Betreuer schon fest, kannst du damit zeigen, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und einen ersten Umriss deines Forschungsvorhabens vorstellen. Falls er oder sie jetzt schon Bedenken hat, könnt ihr somit rechtzeitig umplanen, bevor du schon mitten im Schreibprozess steckst. Sehr schön. Jetzt schauen wir uns mal an, wie so ein Exposé aufgebaut sein sollte und was da alles reingehört. Ein Exposé besteht generell aus drei Teilen: dem Deckblatt, dem Text, also dem eigentlichen Exposé, und dem Literaturverzeichnis. Das Deckblatt eines Exposés beinhaltet dieselben Informationen wie auch das Deckblatt einer Bachelorarbeit. Schau dir dazu gern mal unser passendes Video an. Im Literaturverzeichnis gibst du einen groben Überblick über den Forschungsstand deines Themas. Natürlich bedeutet das nicht, dass du in deiner Arbeit all diese Quellen verwenden musst und es können natürlich auch noch andere Quellen hinzukommen. Dennoch ist dieser grobe Überblick wichtig, weil dein Betreuer oder deine Betreuerin dir jetzt schon Hinweise geben kann, welche Quellen du außerdem sichten solltest. Okay, kommen wir jetzt zu dem wichtigsten Part, dem eigentlichen Inhalt. Zunächst führst du in das Thema ein. Zum Beispiel mit einem vergangenen oder aktuellen Ereignis und erklärst dessen Relevanz. Weiter geht's mit dem aktuellen Forschungsstand. Hier kannst du einige grundlegende Werke und Theorien nennen. Aus dem Forschungsstand ergeben sich Lücken und ein Erkenntnisinteresse. Erkläre, warum du dich mit der Thematik beschäftigen möchtest und welche Frage du beantworten willst. Nun klärst du, welche Methoden und theoretischen Ansätze du nutzen möchtest, um deine Forschungsfrage zu beantworten. Sehr gut. Jetzt, wo das Inhaltliche geklärt ist, stellst du noch kurz deine vorläufige Gliederung vor und gibst einen Überblick über die Kapitel, die du schreiben möchtest. Jetzt wird's spannend, denn nun kannst du gegebenenfalls erste Hypothesen formulieren, welche Antworten sich auf deine Leitfrage ergeben könnten. Natürlich ist dieser Teil sehr dynamisch, denn wüsstest du jetzt schon, welche Antworten sich ergeben, müsstest du die Arbeit nicht schreiben. Auch ein Zeitplan darf in deinem Exposé nicht fehlen. In Form einer Tabelle stellst du ganz kurz dar, wann du welche Arbeitsschritte erledigt haben möchtest. Hast du bereits zum Thema geforscht? Denn dann kannst du mögliche Vorarbeiten, wie zum Beispiel ältere wissenschaftliche Arbeiten oder Praktika, vorstellen. Dient dein Exposé einem Stipendiumsantrag, wird möglicherweise auch eine Übersicht über entstehende Kosten verlangt. Die kannst du ganz zum Schluss anfügen. Klasse! Und schon steht das Grundgerüst für dein Exposé. Aber bevor du jetzt den Laptop zuklappst und dir deine wohlverdiente Pause gönnst, schau dir noch diese Tipps an. Auch wenn das Exposé eher einen unverbindlichen Charakter hat, solltest du auf jeden Fall auf eine wissenschaftliche Sprache achten. Dazu gehört natürlich auch korrektes Zitieren nach den gängigen Zitierregeln. Der Umfang hängt stark von der Gesamtlänge der geplanten Arbeit ab. Bei kleineren Arbeiten sind Exposés von 3 bis 5 Seiten üblich. Das Exposé formulierst du, wie auch deine Bachelorarbeit, generell im Präsens. Wenn es um die Planung deiner Forschung geht, nutzt du Futur 1 und bei bereits abgeschlossener Forschung Präteritum oder Perfekt. Orientiere dich bei der Formatierung an den Vorgaben deiner Universität zur Bachelorarbeit. Außerdem solltest du auch im Exposé auf eine gendergerechte Sprache achten.
Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und du kannst jetzt sicher und motiviert mit dem Exposé starten. Falls du doch noch Fragen hast oder Anregungen, schreibst du mir super gern unten in die Kommentare. Wenn du weitere Hilfe bei deiner Haus- oder Abschlussarbeit benötigst, schau dir auf jeden Fall mal die Services auf unserer Homepage an. Ich bin mir sicher, wir können dir weiterhelfen. Außerdem freue ich mich wie jedes Mal über ein Like und ein Abo. Bis zum nächsten Mal.